Hallöchen, seit einigen Tagen ist ja die Minecraft 1.3.1 draußen und wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, kann man jetzt seine Singleplayer-Welt in LAN öffnen. Dazu braucht man aber eigentlich einen anderen Spieler im Heimnetzwerk und funktioniert momentan noch nicht mit anderen Leuten im Internet. So irgendwie zum Beispiel, wenn euer Freund vor Straßenweide wohnt und der auf euren Server connecten möchte, ohne aber zu euch nach Hause zu kommen mit dem LAN-Kabel, dann könnt ihr das Ganze einfach mit Hamachi machen. Funktioniert aber anfangs noch nicht ganz so, denn man muss da ein bisschen ein paar Einstellungen ändern, damit das von Hamachi irgendwie erkannt werden kann. Dazu gehen wir dann in Systemsteuerung. Nicht Hardware Sound. Wir gehen in Netzwerk und Internet. Netzwerk und Freigabecenter. Adaptereinstellungen ändern. Dann gehen wir rechtsklick hier auf Eigenschaften von Hamachi, wenn ihr das bereits installiert habt. Ja. Dann gehen wir hier runter bis zu Internetprotokoll Version 4. Gehen auf Eigenschaften. Gehen dann auf Erweitert. Und schauen hier unten bei automatischer Metrik. Das muss unbedingt ohne das Häkchen in der Box sein. Also sonst funktioniert es nicht. Und bei der Schnittstellenmetrik, oder wie das immer auch heißt, ist bei euch standardmäßig 9000 eingestellt. Dadurch funktioniert es dann nicht. Weil bei Minecraft wird eure lokale IP dann benutzt. Und die funktioniert ja logischerweise nur im Heimnetzwerk. Also wollen wir bezwecken, dass eure Hamachi-ID oder IP benutzt wird. Dazu müssen wir hier einfach die 1 einstellen statt dieser 9000. Auf OK klicken und schließen. Dann war es das schon. Einfach Minecraft neu starten und Hamachi an- und ausschalten. Ich weiß nicht, ob das nötig ist, aber ich habe es mal gemacht. Und dann könnt ihr ganz normal in Minecraft hier im LAN öffnen machen, LAN-Welt starten und dann kommt eure Hamachi-IP. Und auf jeden Fall müsst ihr, wenn ihr das jemand anders weitergibt, ihm für die direkte Verbindung dann auf jeden Fall den Port mitschicken. Das ist ganz wichtig, sonst gibt es irgendeinen Timeout, Connection Timeout oder sowas. Jedenfalls funktioniert so dann über Hamachi. Kurzes Tutorial, naja, Tutorial kann ich es nicht nennen, aber ein kleiner Tipp, wie ihr trotzdem die Singleplayer-LAN-Welt mit euren Freunden im Internet starten könnt. Ja. Dann beende ich das Video mit einem epischen Night Sky. Und ciao, bis zum nächsten Mal.